Hallo Leute, 16 Uhr, der bedingungslose Nachmittag aus Speiches Rock- und Blues-Kneipe, heute bei schönem Wetter. Aber das soll uns natürlich nicht hindern, eine interessante Sendung zu machen. Wir haben heute das Thema selbstbestimmte Behindertenpolitik. Und da haben wir auch zwei Aktivistinnen da, die stelle ich euch gleich vor. Und ich bin heute alleine, ihr müsst heute mit mir vorlieb nehmen. Olaf Ostertag, mein Co-Moderator, spielt heute Theater. Aber wie immer ist Klaus Schnabel-Köplin von Rockradio da und macht die Technik. Und Klaus von Kiekemafilm nimmt diese Sendung auf. Die könnt ihr ab Dienstag euch nochmal bei YouTube anschauen. Und jetzt stelle ich euch erstmal unsere Gäste vor. Da haben wir einmal Ulrike Hase. Und Ulrike Hase ist Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Selbstbestimmte Behindertenpolitik und auch Mitglied der Partei Die Linke seit 2009. Und BGE-Gegnerin. Da kommen wir später noch zu, da können wir uns später noch irgendwie ein bisschen kabbeln. Und wir haben als zweiten Gast haben wir Nadine Hanuschke. Hallo. Sie ist Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Selbstbestimmte Behindertenpolitik und parteilos und wie ich das im Vorgespräch richtig erfahren habe, dem BGE nicht abgeneigt. Habe ich das so richtig verstanden? Ich bin bekennende Befürworterin. Sprich gern in dein Mikro. Ich bin bekennende Befürworterin. Ach so, gut. Okay, so viel habe ich gar nicht erhofft, aber wir freuen uns natürlich, dass wir auch mal eine Gegnerin haben. Das hatten wir nämlich noch nie. Und ich denke mir, da kriegen wir bestimmt eine interessante Sendung hin. Und dann machen wir doch erstmal eine kleine Musik. So. Ja Leute, wir sind noch oder haben auch gerade erst angefangen beim bedingungslosen Nachmittag. Wir haben heute das Thema selbstbestimmte Behindertenpolitik innerhalb unserer Vorwahlreihe. Hier wird ja im September gewählt bei uns in Berlin und da wollen wir natürlich ausloten, wen soll man da wählen und weshalb. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, wir haben zwei Aktivistinnen hier und da stellt sich jetzt die eine der beiden euch mal selbst vor und das ist Ulrike Hase, bitteschön. Ja, guten Tag. Mein Name ist Ulrike Hase und Jule hat es eben schon gesagt, ich bin seit 2009 in der Partei Die Linke. Und ja, und ich bin allerdings seit meiner frühesten Jugend, kann man sagen, Linke. Ich bin mit 16 durch den chilenischen Putsch, also politisiert worden und habe mich seither in der politischen Linken, in der außerparlamentarischen Bewegung engagiert und bin praktisch 2009 das erste Mal einer Partei beigetreten. Vorher war ich auch in kommunistischen Gruppen, im Kommunistischen Bund und ja, bis zu dessen Auflösung und habe ansonsten auch viel in verschiedenen sozialen Bewegungen gearbeitet. Ich bin in die LAG eingestiegen, beziehungsweise habe auch da die Funktion der Sprecherin durch die Wahl übernommen, weil ich beruflich. Darf ich da mal eben einhalten? Die LAG ist die Landesarbeitsgemeinschaft selbstbestimmte Behindertenpolitik, ist das richtig? Ja, genau. Entschuldigung, das manchmal kein Problem. Nimmt man sowas denn, also so selbstverständlich die Abkürzung. Ne? Und da bin ich eingestiegen, weil ich fand, also dass ein bisschen, trotz dass es die LAG gab, dass es ein bisschen blass aussah in der Linken. Was die Behindertenpolitik, die selbstbestimmte Behindertenpolitik angeht, dass man ein paar Themen vorantreiben muss. Also die Landesarbeitsgemeinschaft ist natürlich eher Themen bemüht, aber reicht natürlich nicht. Auch eine Landesarbeitsgemeinschaft muss sich um Bundesangelegenheiten kümmern, weil die natürlich auch wieder aufs Land zurückschlagen.
Gut, und du sagtest aber in der Linken, also das war für dich dann schon notwendig, auch in die Linke einzutreten, weil zum Beispiel Nadine ist ja parteiloses Mitglied, also es ist beides gleich wichtig. Habe ich das so richtig verstanden? Ist beides möglich, und für mich war es wichtig, damals einzutreten, weil also ich fand im Wahlkampf oder bevor die Bundestagswahl 2009 war, also da hat man diese absolute Hetze gegen links, also das hat mich wirklich auf die Palme getrieben, und ich habe versucht, mich zu engagieren und habe gedacht, naja, also wenn du jetzt schon für die Partei Politik machst, da kannst du auch eintreten oder dann kannst du, damit du halt auch mitbestimmen kannst innerhalb der Partei, ne? Okay. Kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was macht diese LAG, also diese Landesarbeitsgemeinschaft, was passiert da? Wir sind erstmal ein Zusammenschluss von behinderten Menschen, Männern, Frauen und auch wenn, sofern es welche gibt, auch alle anderen Geschlechter, und unabhängig von der Behinderungsart versuchen wir Behinderten also Behinderten spezifisch übergreifend Themen zu besetzen und uns solidarisch zu unterstützen und die Politik auf Landesebene sowohl innerhalb der Partei voranzutreiben als auch die Partei zu positionieren zu behindertenspezifischen Fragen. Zum Beispiel eine Frage, die wir hatten, ist Arbeitsmarktpolitik, was eine große Katastrophe ist. Behinderte Menschen werden vielfach aus dem allgemeinen ersten Arbeitsmarkt ausgegrenzt. Die Arbeit in Werkstätten ist, das ist Überausbeutung und wird noch nicht mal als Arbeit anerkannt. Dann haben wir das Thema barrierefreies und bezahlbares Wohnen. Es ist ein absolutes Novum, dass da was passiert, weil wir haben im Jahre 2014 gab es mal eine Untersuchung, dass 41.000 barrierefreie Wohnungen schon 2014 fehlten. Wenn man das hochrechnet aufs Jahr 2030, dann sind das, jetzt den demografischen Wandel mitgerechnet, sind es 200.000 barrierefreie Wohnungen, die fehlen. Dann kann man sich mal ausrechnen, dann sitzen die Leute da in ihren Wohnungen und kommen dann nicht mehr raus. Also das ist eine absolute Katastrophe, das ist keine Teilhabemöglichkeit am kulturellen und gesellschaftlichen Leben. Oder auch, wie soll man da rauskommen und zur Arbeit kommen? Also man ist ständig auf irgendwelche Hilfen angewiesen, was eigentlich ja, fatal ist, ne? Also das heißt, es gibt Menschen mit Behinderung zum Beispiel, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, und dadurch, dass die keine behindertengerechte Wohnung finden, können die dann ihre Wohnung nicht verlassen. Habe ich das so richtig verstanden? Das gibt es. Also es gibt es auch, wenn die Vermieter beispielsweise die Instandhaltung unterlassen und die Aufzüge nicht richtig reparieren lassen, dann sitzen Leute unter Umständen in ihren Wohnungen und kommen da nicht raus. Wenn das Hochhäuser sind, wie bei uns in Kreuzberg. Ja. Gut. Oder nicht gut, würde ich sagen. Ja. Wir kommen auf Details aus dieser Landesarbeitsgemeinschaft noch im Laufe der Sendung zu sprechen, auch auf das Teilhabegesetz, was ja jetzt im Entwurf vorliegt. Da wollen wir natürlich auch noch gern sprechen. Ich würde sagen, wenn du einverstanden bist, kommen wir mal zu Nadine, dass die sich uns vorstellt. Nadine Hanuschke, hallo, stell dich doch bitte auch noch mal kurz vor. Hallo, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Nadine Hanuschke, ich bin 39 Jahre alt. Und über mich ist eigentlich so viel zu sagen, ich bin parteilos, ich bin Christin, evangelische Christin, ich bin sehr glücklich verheiratet seit fast einem Jahr, ich bin politisch aktiv und ich bin allerdings auch, bei mir gab es auch einen Anlass, mich politisch aktiv zu machen, und zwar
ist das meine Behinderung gewesen, die also nicht von Geburt an ist, sondern die eingetreten ist im Erwachsenenalter. Und ich gemerkt habe, also an die Politiker ranreden und ihnen sagen, was wichtig ist für uns, ist die eine Sache, aber leider nicht sehr wirkungsvoll. Und darum habe ich gedacht, ich muss mich selber einbringen und muss selber gucken, an welchen Stellschrauben ich dort drehen kann, und habe mich dann halt angefangen, politisch zu engagieren. Ansonsten ist zu mir zu sagen, ich bin Neuberlinerin, mein Mann und ich, wir wohnen erst seit letztem Jahr August in Berlin. Wir haben wirklich sehr viel Glück gehabt bei der Suche nach einer Wohnung. Wir haben eine ganz tolle Wohnung gefunden. Und jetzt bin ich halt gerade dabei, mich so in Berlin zu finden, und habe mich deshalb auch an die LAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik gewandt, um mich dort als parteiloses Mitglied auch einzubringen und Sachen anzustoßen und meine Meinung zu sagen und sich mit anderen einfach auszutauschen, weil ich einfach denke, wir haben es ganz kurz angesprochen, der aktuelle Referentenentwurf zum Bundesteilhabegesetz, der seinen Namen ausdrücklich nicht verdient, zeigt einfach ganz deutlich, dass man nicht die Hände im Schoß liegen lassen darf, sondern dass man sich einbringen muss, dass man sich sehr deutlich zu Wort melden muss. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich mich letztes Jahr dazu entschieden habe, mich wieder politisch mehr zu engagieren. Was heißt mehr zu engagieren? Heißt das, du hast dich früher schon mal politisch engagiert? Hast du da auch wie Ulrike eine einschlägige Vorgeschichte? Oder? Ja, ich habe eine einschlägige Vorgeschichte. Also ich bin damals in die Linke eingetreten, war dort auch sehr aktiv, war auch Abgeordnete im Stadtparlament für die Linke und bin dann dort ausgetreten aus unterschiedlichen Gründen. Aber der ausschlaggebende Grund war im Prinzip auch, dass ich dort gebetsmühlenartig für Inklusion geworben habe, aber irgendwie, wie so oft leider an dieser Partei, ich weiß, ich sitze jetzt hier mit zwei Parteimitgliedern an einem Tisch. Aber du kannst ruhig reden, wir haben hier keine Zensur. Also bitte. Ja, es ist halt wirklich so die Sache, dass oftmals so das Feigenblatt der Inklusion vorgehalten wird. Aber wenn es tatsächlich darum geht, auch Inklusion zu leben, dann ist es halt leider Gottes nicht mehr weit her, weil man dann auch merkt, das ist mit sehr viel Aufwand verbunden, mit zeitlichem Aufwand, mit sehr viel Ressourcen verbunden, auch mit der Ressource Mensch verbunden. Und es ist halt auch ein finanzieller Aufwand, den man einfach betreiben muss, um Inklusion wirklich ins Leben zu bringen. Da muss ich allerdings sagen, man kann sich als Partei nicht hinstellen und der Bundesregierung immer vorwerfen, ja, ihr macht alles immer bloß unter dem Finanzierungsvorbehalt. Und dann ist es aber in der Partei oft leider auch nicht anders. Also das heißt, mit Behindertenpolitik, sagst du, ist es in der Linken auch nicht so weit her, aber die LAG bemüht sich nach Kräften, habe ich das so richtig verstanden? Also ich bin jetzt bei den Linken schon so lange raus, dass ich mir jetzt kein abschließendes Urteil erlauben kann, aber ich möchte vielleicht ein Beispiel nennen, was im letzten Jahr für sehr viel Unruhe gesorgt hat, auch innerhalb der Partei Die Linke. In Thüringen, das wissen ja sicherlich einige Hörer, gibt es einen linken Ministerpräsident, Bodo Ramelow. Und als es darum ging, den Landesbehindertenbeauftragten zu nominieren, hatte Thüringen eigentlich Voraussetzungen, die sich besser nicht finden ließen, denn ein Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstbestimmte Behindertenpolitik, der Mike Notnagel, der hat sich wirklich einen Namen gemacht. Der ist wirklich unheimlich vernetzt, und das ist ja wichtig, dass man vernetzt ist mit anderen Initiativen. Sie hatten wirklich, wirklich echt gute Voraussetzungen, und der Mike hätte das auch sehr gerne gemacht, aber man hat sich halt für jemanden anders entschieden. Und das hat in der Bewegung der Menschen mit Behinderungen in den Linken für sehr viel Unmut gesorgt. Hat man sich für einen Nichtbehinderten entschieden oder? Man hat sich für einen Menschen entschieden, der auch eine Behinderung hat. Aber ich denke, also ich bin ja auch nicht dafür, jetzt zu sagen, nur weil es jetzt ein linker Ministerpräsident ist, muss es auch zwingend alle wichtigen Posten dort mit Menschen aus der Partei Die Linke besetzt werden, mitnichten. Aber ich denke, gerade in so einem wichtigen Thema, jemanden zu haben, der gut vernetzt ist, der gut verortet ist, der gut im Thema steht, der auch wirklich die Dinge beim Namen nennt und auch wirklich dafür sorgt und auch gesorgt hat in den vergangenen Jahren, dass es eine Bewusstseinsbildung gibt zum Thema Behindertenpolitik. Wenn man dann so eine Chance vergehen lässt, dann finde ich das einfach schade, und ich kann auch durchaus den Unmut verstehen von den Leuten, die sich dann dort innerhalb und außerhalb der Partei darüber geärgert haben.
Hätte ich noch eine Frage, gibt es denn auch außerhalb von Parteien Landesarbeitsgemeinschaften oder Bundesarbeitsgemeinschaften für Menschen mit Behinderung oder ist das immer an Parteien gekoppelt? Also meines Wissens nach gibt es in den etablierten Parteien, die es gibt, die demokratisch sind, gibt es auch immer, die heißen halt mal Landesarbeitsgemeinschaft, mal heißen sie Arbeitsgemeinschaft oder wie auch immer, die sich einen Namen geben, aber die sich halt mit dem Thema Behindertenpolitik befassen. Es gibt aber auch viele andere Initiativen, Vereine und bundesweite und landesweite Vereine für Menschen mit Körperbehinderung. Es gibt Blindenverbände, es gibt Hörlosenverbände und. Wir werden sicherlich nachher mir fällt das Wort so schwer über die Lippen zu bringen, Teilhabegesetz bei dem Entwurf davon, gibt es ganz viele Vereine, die auch außerhalb von Parteien mitgeholfen haben, dort ihre Vorschläge und Vorstellungen einzubringen. Okay, also das heißt, man ist nicht unbedingt, man kann nicht sagen, wenn man da mitarbeiten will, dann müsste man sich auch für eine politische Richtung entscheiden, so ist das nicht. Nein, das ist so nicht. Okay, gut. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kleine Musik und sprechen dann weiter. Ja, Leute, hallo, wir sind wieder da oder noch da oder haben auch gerade erst angefangen vor einer halben Stunde. Wir senden aus Speiches Rock- und Blues-Kneipe und haben heute das Thema innerhalb unserer Vorwahlreihe selbstbestimmte Behindertenpolitik. Wir hatten vorhin schon, die beiden Aktivistinnen hatten sich vorhin schon vorgestellt und im Moment herrscht einigermaßen Aufregung über dieses sogenannte Bundesteilhabegesetz. Ich würde jetzt gern mal von einer von den beiden wissen, was ist das überhaupt? Was können wir uns da drunter vorstellen und warum ist das so der Aufregung wert? Also im Koalitionsvertrag von SPD und CDU war halt vereinbart, dass es ein Bundesteilhabegesetz geben wird. Der Hintergrund ist, ich sage das jetzt mal alles ein bisschen grober, sonst würden wir die ganze Sendung wirklich bloß über dieses Teilhabegesetz sprechen, ist halt im Prinzip, dass man die Leistungen, die es jetzt gibt für Menschen mit Behinderung, die sehr breit sind, breit gefächert sind, einfach in ein Gesetz gießt, damit man nicht immer da mal ein Gesetz und da mal ein Gesetz und da mal ein Gesetz hat. Und das Hauptanliegen der Menschen mit Behinderung und der Bewegung ist halt einfach gewesen, raus aus diesem Fürsorgesystem. Und jetzt hat sich halt dieser Entwurf war schon ganz lange angekündigt gewesen, also die Menschen mit Behinderungen haben wirklich wie auf Kohlen gesessen und darauf gewartet. Und dann war es halt so, dass vor einiger Zeit die ganzen außerparlamentarischen Verbände, Vereine gebeten wurden, sich einzubringen. Sie wurden also gefragt, was möchtet ihr in diesem Bundesteilhabegesetz verankert wissen? Was soll da drinnen stehen? Was ist für euch wichtig? Und jetzt muss man sich vorstellen, also so viele Menschen, die es gibt mit ihren unterschiedlichsten Behinderungen, so viele Verbände gibt es auch. Es gibt Gehörloseverbände, Verbände für Menschen, die blind sind. Es gibt körperbehinderte Menschen. Es gibt Menschen mit Lernschwierigkeiten und. Und diese ganzen Menschen haben sich zusammengesetzt, haben ihre Lebenszeit geopfert, haben die Barrieren überwunden, die sie in ihrem Leben erfahren und haben sich getroffen, haben Verabredungen getroffen, haben Vorstellungen ausgetauscht, haben das wieder konzentriert, haben Telefonkonferenzen durchgeführt, haben Sitzungen unendlicher Zeit durchgeführt, haben sich abgesprochen, haben Dinge wieder verworfen, haben neue Dinge aufgenommen, haben sich untereinander verständigt. Also das war ein sehr aufwendiger Prozess, dass diese Menschen miteinander etwas vereinbart haben, weil sie halt der Meinung waren, wir müssen mit einer Stimme sprechen, wenn wir wollen, dass dort Veränderungen in dem Gesetz stattfinden. Und nach sehr langer Zeit und nach sehr viel Mühen und nach sehr viel, ich sag auch mal Qualen, hat man sich auf ein Positionspapier geeinigt. Und dieses Positionspapier haben die Menschen dann dem Ministerium, welches diesen Referentenentwurf jetzt verantwortet, übergeben. Vor einiger Zeit. Und in der Hoffnung, dass von diesem Positionspapier Dinge in das Bundesteilhabegesetz übernommen werden. Eine ganz entscheidende Forderung der Menschen mit Behinderung war die, dass Leistungen zur Teilhabe am Leben
Also wir sprechen von Nachteilsausgleichen. Die Menschen mit Behinderungen entstehen, weil sie behindert sind. Das sind Assistenzleistungen, aber auch andere Leistungen. Dass diese Leistungen einkommens- und vermögensunabhängig gezahlt werden. Das bedeutet im Prinzip, dass wenn ein Mensch, der meinetwegen 24 Stunden am Tag Hilfe braucht aufgrund seiner Behinderung, dass er sich erstmal frei entscheiden kann. Wo möchte ich leben? Möchte ich in einer Wohngruppe leben, wo viele Menschen mit einer Behinderung leben und man teilt sich Assistenz? Möchte ich in einer anderen Wohnform leben? Möchte ich alleine zu Hause leben und einen Assistenten für mich selber haben? Diese Entscheidung, diese selbstbestimmte Entscheidung muss man Menschen mit Behinderung alleine überlassen. Das hat der Staat nicht zu sagen. Auf der Demo neulich wurde es ganz klar gesagt, wo wir leben, wie wir leben, habt ihr uns nicht vorzugeben. Und darf ich mal dazwischen fragen, bitte. War das denn vorher vorgegeben oder wie lief das vorher? Es ist tatsächlich so. Also ich kenne von einem Fall, wo eine Frau, die auch sehr aktiv ist in der selbstbestimmten Behindertenbewegung, wo die Mutter jetzt ganz lange Pflege geleistet hat, aber die Mutter ist jetzt selber pflegebedürftig geworden und jetzt braucht die Tochter halt Assistenz. Und jetzt muss sie sich ganz viele Angebote einholen von Pflegediensten, die alle gesagt haben, wir als Pflegedienst, so wie wir ihn kennen, wir können keine 24 Stunden Pflege leisten, das geht einfach nicht. Und dann wurde diese Frau aufgefordert, von ihrem zuständigen Sozialamt Angebote einzuholen von polnischen Firmen. Und diese polnische Firma hat ein Angebot unterbreitet. Und jetzt sagt halt das Sozialamt, entweder Sie nehmen diese polnische Firma, dann kriegen Sie Assistenz zu Hause, so wie Sie es wollen. Wenn Sie sich auf dieses Angebot nicht einlassen, dann müssen Sie ins Heim gehen. Also die polnische Firma, darf man ja wahrscheinlich so sagen, da sollte das Angebot deshalb eingeholt werden, weil sie kostengünstiger ist, oder? Sie arbeiten für keine 4 Euro die Stunde, so. Und damit verstoßen Sie ganz eindeutig gegen geltendes deutsches Gesetz, denn wir haben Mindestlohn, auch im Pflegebereich. Und das ist auch gut so. Und insofern ist es einfach so, das ist halt ein Beispiel, wie der Staat uns vorschreiben will, wie wir leben. Nimmst du die polnische Pflegekraft nicht, die unterbezahlt ist, die in prekären Verhältnissen lebt und arbeitet, dann gehst du in ein Heim. Denn wenn du Assistenz brauchst, 24 Stunden am Tag, und dir sie aber selber nicht leisten kannst, dann bist du ja gezwungen, du kannst ja zu Hause nicht, du kannst ja unter Umständen nicht selber essen, du kannst nicht selber deine Hygiene vornehmen, du kannst dich nicht selber ins Bett bringen, da brauchst du Hilfe. Und wenn niemand da ist, der das macht, bist du gezwungen, in dein Heim zu gehen. Und das ist ein Punkt, der jetzt auch in dem neuen Gesetz nicht geregelt ist. Und deshalb halt das Einkommens- und Vermögensunabhängige. Und das ist halt nicht so, es ist jetzt immer noch so, dass zum Beispiel Menschen ihr Einkommen, was sie haben, wenn es einen gewissen, den doppelten Regelsatz vom Sozialamt, also es sind irgendwie 1600 Euro, alles was darüber geht, muss derjenige selber bezahlen für seine Assistenzleistungen. Und heiraten ist schon eine ganz schlechte Idee für Menschen mit Behinderung, weil wenn zum Beispiel mein Partner, der mit mir zusammenlebt und heiraten möchte, Vermögen angespart hat, das darf er bis zu einem gewissen Grad jetzt nach dem Referentenentwurf haben. Aber wenn er mehr Geld verdient, dann muss er dieses Geld auch ausgeben, weil wenn er es anspart, wird es ihm weggenommen. Und damit ist auch Menschen mit Behinderung verwehrt, selber zu entscheiden, wann und mit wem sie eine Beziehung eingehen wollen, ob sie heiraten wollen. Ulrike, du möchtest da was? Ja, ich wollte gerade auch noch mal da einhaken, wo Nadine hat eben das Stichwort gebracht. Es soll aus der Teilhabeleistungen sollen aus der Fürsorge rausgenommen werden. Also die Bundesrepublik hat 2009 auch, da hat Frau Merkel und damals Herr Köhler als Präsident, haben die im März eine UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben. Da werden ganz klar Menschenrechte für behinderte Menschen festgelegt. Und diese Menschenrechte, die haben sie mit ihrer Unterzeichnung garantiert. Und demnach sollen jetzt einfach die Gesetze auch ausgerichtet werden. Aber die Bundesregierungen, die es so danach gab, die sind also, die halten sich alle nicht an also verabredete Menschenrechte, und gerade Fürsorgeleistungen wären
darin, also nicht Fürsorgeleistungen, sondern echte Teilhabeleistungen und in einer Form von einer Selbstbestimmung. Und da wird, also das kann man bei anderen Menschenrechten auch sehen, dass die Bundesrepublik also den Kostenvorbehalt über das Menschenrecht setzt. Und das geht gar nicht nach unserer Meinung, ne? Also Menschenrechte sind nicht teilbar und von Kostenvorbehalten unter Kostenvorbehalte zu stellen. Und so auch das Bundesteilhabegesetz. Es muss ein Fonds geschaffen werden, wo das wirklich auch für alle vermögensunabhängig geleistet wird. Ein Herr Schäuble meinetwegen, der soll von mir aus ordentlich Steuern latzen, aber man kann ihn nun nicht dafür bestrafen, dass er Rollstuhlfahrer ist. Also darf ich da noch mal einhaken? Was steht denn diesbezüglich jetzt genau in diesem Entwurf drin? Vielleicht kann das eine von euch noch mal, was jetzt genau in diesem neuen Entwurf drin steht, wenn ihr sagt oder wenn du sagst, es ist halt für Leute mit Behinderung ist das überhaupt nicht akzeptabel. Also jetzt ist es so, dass man 2.600 Euro auf der hohen Kante haben darf als Mensch mit Behinderung. Ein Sparvermögen. Das ist das, was auch zugestanden wird als Sicherungsvermögen für einen Kühlschrank. So, und jetzt ist es aber so, dass in dem Referentenentwurf, der jetzt vorgelegt wurde, gibt es eine schrittweise Erhöhung dieses Freibetrages auf bis zu 50.000 Euro. So habe ich das jetzt herausgelesen. Das ist natürlich schon mehr, als es jetzt ist, aber man muss sich einfach mal vorstellen, wenn man sich zum Beispiel ein Auto anschaffen muss, mit dem man das umgebaut werden muss, damit man von A nach B kommt, um auch Mobilität zu sichern von Menschen mit Behinderung, dann ist halt ein Großteil dieses Geldes einfach schon weg. Man darf zum Beispiel auch nicht vergessen, wenn jemand in Urlaub fahren möchte, der Assistenz hat, der zahlt nicht nur seinen Urlaub, der zahlt auch den Urlaub für seine Assistenz. Also das ist kein Urlaub für die Assistenz, aber er zahlt die Unterkunft, er zahlt die Verpflegung, er zahlt die Reisekosten. Das sind alles Mehraufwendungen, die man hat als Mensch mit Behinderung, die aber nirgendwo irgendwie einem anerkannt werden. Aber darf ich noch mal einhaken, diese 2.600 Euro, das heißt, also wenn Leute mit Behinderung dann auch älter werden und in Sozialrente müssen zum Beispiel, die haben dann also überhaupt nichts auf der hohen Kante, die haben diese 2.600, wenn die überhaupt da sind und haben überhaupt, weil immer gesagt wird, Leute, ihr müsst für eure Rente selber vorsorgen, die sind dann zu einem Leben in Armut verdammt, also sind sozusagen doppelt gearscht. Sie sind doppelt gearscht. Sie sind insofern gearscht, dass sie jetzt nicht vernünftige Unterstützung bekommen zur Teilhabe am Leben. Sind sie jetzt zum jetzigen Zeitpunkt einfach am Arsch. Und wenn sie halt älter sind, ich meine, es gibt ja jetzt diese stückweise, soll ja diese stückweise Erhöhung kommen, aber mit 2.600 Euro, was sind 2.600 Euro, die man sich sparen kann? Das ist gar nichts. Und das ist überhaupt so eine Summe in irgendein Gesetz oder Verordnung festzuschreiben, ist eigentlich eine Frechheit. Aber ich möchte eine Sache noch mal sagen, weil mir das ganz wichtig ist. Ich hatte ja im Vorfeld erklärt, wie viel Mühe das Menschen gemacht hat, dort mitzuarbeiten. Ja? Ich rege mich wirklich, seit ich diesen Referentenentwurf gelesen habe, unheimlich darüber auf. Vor jeder Landtagswahl, vor jeder Bundestagswahl, vor jeder Europawahl stellen sich die Größen der Politik hin und sagen, bitte gehen Sie zur Wahl, nehmen Sie Ihr demokratisches Recht und gehen Sie zur Wahl. Ja? Seien Sie nicht politikverdrossen. Nehmen Sie das als Chance und wählen Sie die Leute. Wenn ich aber sehe, dass ich dermaßen verarscht werde von der Regierung, wenn ich dermaßen ausgenutzt werde, wenn ich dermaßen hingehalten werde, wie diese Bundesregierung jetzt in diesem Fall es mit den Menschen mit Behinderung gemacht hat, wer will denen denn verübeln, dass die politikverdrossen sind? Das ist ja, wie gesagt, sowieso ein Thema auch für Menschen ohne Behinderung, aber natürlich für Menschen mit Behinderung nochmal doppelt drauf, wenn man das hört. Ulrike? Cool. Ja, ich wollte auch nochmal zu dem Entwurf, zu dem Eckpunktepapier der Bewegung sagen, es gibt auch einen Verband, da sind behinderte Juristen, die sich zusammengeschlossen haben und die haben das auch schon mal
ein Gesetzesentwurf soweit verpackt, ne, der halt auch einfach juristisch dicht ist, ne, und es wird gar nicht anerkannt, ne, ist gleich schon mal, das akzeptiert die Regierung gar nicht, ne, da macht sie ihr eigenes Ding. Warum, weil es zu teuer kommt, oder? Ja, weil die halt die Interessen der Verbände vertreten, ne, der Behindertenverbände. Entwurf der behinderten Juristen. Und das, ne, ist der Politik also zu kostenaufwendig? Das ist zu kostenaufwendig, sonst würden sie ja die Sachen übernehmen, die halt in den Eckpunktepapieren stehen. Gibt es denn da irgendwie eine Verpflichtung oder kann man die Regierung da irgendwie festnageln, zu sagen, ihr müsst jetzt, oder ist das alles eine freiwillige... Ja, erzähl mal. Ulrike hat ja schon ganz richtig gesagt, es gibt die UN-Behindertenrechtskonvention. Und Deutschland hat diese Konvention unterschrieben, also ratifiziert. Und sie sind jetzt eigentlich in der Bringpflicht, das auch mit Gesetzen, also mit bundesdeutschen Gesetzen zu unterlegen. Sie sind verpflichtet. Sie haben gesagt, ja, wir erkennen die UN-Behindertenrechtskonvention an und dadurch sind sie auch verpflichtet, jetzt sukzessive durch Gesetzgebung das zu untersetzen. Und die Frechheit ist ja wirklich, also ich kann wirklich bloß jedem empfehlen, der an dem Thema auch Interesse hat, sich das mal anzugucken. In den Vorbemerkungen zum Teilhabegesetz, ja, da steht so schön drin, und die Regierung hat sich jetzt, und die UN-Konvention und so weiter. Also es wird beim Lesen einem wirklich so suggeriert, so, das ist jetzt der ganz große Wurf. Das ist jetzt, also jetzt hat Deutschland hier eine Vorreiterrolle eingenommen und jetzt machen wir die gesetzliche Umsetzung der UN-Konvention. Und genau das Gegenteil davon ist der Fall. Also die denken wirklich, die Leute lesen vielleicht die Einleitung und denken dann, oh, alles gut, brauche ich mir die restlichen 350 Seiten nicht durchzulesen. Aber das ist wirklich so ein krasser Unterschied zwischen der Einleitung und das, was in dem Gesetzestext steht. Und ich warte auf den Tag und ich freue mich auf den Tag, wo es wieder eine Staatenüberprüfung gibt. Denn die Staaten werden überprüft, ob sie tatsächlich die Gesetze, die UN-Konvention umgesetzt haben mit Gesetzen. Und da hat Deutschland schon mal eine auf den Deckel bekommen, weil sie es eben nicht gemacht haben, weil sie eben nicht ausreichend vorgesorgt haben. Und wenn die Leute... Mangelhaft haben sie bekommen. Genau, sie haben mangelhaft bekommen. Aber das hatte ja offenbar keine Folgen, oder? Nee. Naja, es ist, ich sag mal jetzt so, es hat schon die Folgen, dass wir natürlich auch als Bewegung sagen können, ihr habt doch schon mal eine auf den Deckel bekommen. Ihr wisst doch eigentlich, um was es geht. Und ich sage immer wieder, wir haben einen Finanzminister, man kann zu Herrn Schäuble stehen, wie man möchte, aber wir haben einen Finanzminister, der sitzt im Rollstuhl, seit 25 Jahren oder so. Und dieser Finanzminister hat ein Wahlkreisbüro, was nicht barrierefrei ist. Er kommt nicht mal ohne Hilfe in sein eigenes Wahlkreisbüro. Und wenn ein Mensch, der so eine verantwortungsvolle Position hat, nicht mal in der Lage ist, für sich selber Barrierefreiheit zu organisieren, weil es ihm wichtig ist, weil es ihm ein Bedürfnis ist, was erwarten wir dann eigentlich von dieser Regierung? Tja, wollen wir da eine Musik machen, Klaus, um das erstmal zu verdauen? Ja. Ja, Leute, wir sind noch beim bedingungslosen Nachmittag in Speiches Blueskneipe und wir haben zwei Aktivistinnen aus der Landesarbeitsgemeinschaft Selbstbestimmte Behindertenpolitik. Und wir kommen jetzt mal so langsam nach Berlin. Wir haben ja im Moment die Vorwahlreihe laufen. Wir haben im September Wahlen und da sagte mir Ulrike gerade in der Musikpause so, sie erzählt euch mal ein bisschen, was hier in Berlin in Sachen Behindertenpolitik los ist unter Rot-Schwarz. Ja, vielleicht ein klassisches Beispiel, auch die Berliner Gesetze werden novelliert, entsprechend sollen die novelliert werden, entsprechend der Behindertenrechtskonvention, die wir ja eben schon angesprochen haben. Und da ist beispielsweise die Bauordnung, die Berliner Bauordnung, die schreibt jetzt ganz klar vor, dass ein Drittel der neu zu bauenden Wohnungen behindertengerecht sein muss. Aber man fragt sich doch, warum ein Drittel und welches Drittel? Die Größe der Wohnung, die ist ja auch entscheidend. Nicht jeder behinderte Mensch braucht nur ein Zimmer. Und dann werden Strangsanierungen gemacht, dann sind dann meinetwegen alle Einzimmerwohnungen in dem Neubau barrierefrei zugänglich. Aber der Rest ist
voller Barrieren. Da fragt man sich, warum muss das sein? Wenn neu gebaut wird, ist es wesentlich kostengünstiger, direkt alles barrierefrei zu bauen, als wenn jemand nachher in eine Wohnung einzieht und die umrüsten muss. Oder bei der BVG gab es ständig, also es war wirklich eine Tortur mit den Bussen, dass die Busse barrierefrei bleiben. Das Kneeling, das ist, dass die Rampen an den Bussen, die Ausgänge, sich automatisch abgesenkt werden. Das war auch wieder so ein Problem der Kosten. Kosten wurden da wieder vorgeschoben, weil die anfälliger sind für Wartungen. Und auch der Ausbau der Aufzüge bei der BVG, ist ja auch noch ein Thema. Also wir hatten mal, wie war das, bis 2070 würde es dauern, wenn es in dem Tempo weitergeht, dass alle U-Bahnhöfe allein für Rollstuhlfahrer zugänglich sind. Und das ist ja, und gerade das ist auch ein inklusives Thema. Das sind ja nicht nur die rollstuhlfahrenden Leute, das sind auch die mit dem Rollator, die mit Einkaufstrollis, die mit Kinderwägen. Also das, oder wie viele Leute benutzen einen Aufzug? Also das sind viel mehr als nur Behinderte. Das ist in der Tat ein inklusives Thema, ne? Und ja, was die Berliner Politik dann noch, es war viel geredet, viel geschwafelt, gerade in der Sozial- und Gesundheitspolitik. Die Gesundheitspolitik ist zum Beispiel auch ein ganz, also da weigert man sich überhaupt, man hat auch auf Landesebene tatsächlich wenig Möglichkeiten, jetzt den Praxen reinzureden, dass ein Arzt halt, der schon in der Praxis ist, jetzt barrierefrei umgestaltet. Aber da könnte man Programme auflegen, die das Ganze, die einen Anreiz schaffen, aber das passiert nicht. Man könnte auch sagen, okay, hier ist ein öffentlicher Raum, da kannst du deine Praxis einrichten, also zum Beispiel Ärztehäuser, Gesundheitszentren, aber nur, wenn die voll barrierefrei sind. Voll barrierefrei heißt nicht nur, dass man mit dem Aufzug rein kann und dass es auf irgendeiner Etage ein rollstuhlgerechtes Toilette gibt, sondern das heißt auch, dass ich Kommunikationsmöglichkeiten biete, dass ich leichte Sprache anbiete, dass ich Gebärdensprachdolmetschung akzeptiere, dass ich Möbel habe, Untersuchungsmöbel, die einfach zugänglich sind. Und das sind alles so Sachen, da hört man immer, ja, das wäre ganz wichtig, ne? Also bis in die Senatsverwaltung hinein, bis zum Senator, aber schlussendlich passiert da nichts, ne? Ist das denn ein Berliner Problem oder wie sieht das, oder weißt du, ob das in Restdeutschland genauso oder besser oder schlechter aussieht? Das ist, denke ich, in restlichen Deutschland das Gleiche. Aber da geht es auch darum, dass man Bundesratsinitiativen mal startet. Also mittlerweile ist es so, dass aus dem BMG, dem Bundesministerium für Gesundheit, schon also irgendwie eher da Bewegung aufkommt. Es wird sich zeigen, ob inwiefern das auch nur so eine Feigenblattpolitik ist, ne? Da muss man, glaube ich, mal dranbleiben. Wie ist das jetzt? Wir haben im Moment eine rot-schwarze Regierung noch. War das vorher unter Rot-Rot besser, schlechter? Was würdest du sagen? Ich denke mal, unter Rot-Rot war es ein bisschen besser. Es wurden mehr Förderprogramme gab es, ne? Man konnte mehr, wenn man in Richtung Barrierefreiheit ging, dass man mehr Zuschüsse beantragen konnte. Wenn jetzt meinetwegen eine Einrichtung, die
Dienstleistungen erbringt, eben auch barrierefrei war. Das war schon, da gab es schon ein paar Anhaltspunkte, die besser waren. Aber die muss man, also das reicht noch nicht, ne? Also ich meine, wenn 2070 erst alles barrierefrei ist, ich bitte euch, das... Wer weiß, ob die Welt dann noch steht. Nadine, wie war das in einer kleineren Stadt? Du kommst ja aus einer kleineren Stadt als Berlin. Ja, also grundsätzlich könnte man natürlich sagen, wenn man jetzt den ländlichen Raum vergleicht mit Berlin, ist natürlich Berlin in einer ziemlich komfortablen Situation. Aber ich kann diesen Spruch nicht mehr hören, wenn man irgendwo hingeht und sagt, ja, das und das, dann sagen einem Politiker immer gerne, aber es ist doch schon so viel passiert. Ja, es ist schon viel passiert, sicherlich, aber es reicht nicht aus. Und was ich einfach denke, was wir wirklich brauchen, ist eine Bewusstseinsbildung. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal in der Sendung gesagt, weil es so wichtig ist. Ein Mensch, der überhaupt nicht mit Behinderung sich auseinandersetzen muss, weil in seiner Familie niemand ist, der behindert ist, weil in seinem Freundeskreis niemand ist, der eine Behinderung hat, dann kann sich Sachen auch nicht im Bewusstsein festsetzen. Erst wenn es uns gelingt, dass wir die Verantwortungsträger so weit haben, dass sie jede Entscheidung, die sie treffen, unter dem Aspekt der Inklusion betrachten. Weil sind wir doch mal ganz ehrlich, Behindertenpolitik ist ein Querschnittsthema. Denn es geht eben nicht nur darum, dass Aufzüge funktionieren, also Mobilität ist, sondern es geht auch in den sozialen Bereich rein. Wir hatten das ja, Altersarmut. Behindertenpolitik ist auch, reicht auch in die ganze Sache Bauen rein, reicht in die Sache öffentlicher Verkehrsmittel mit rein und, und. Sicherlich ist das im ländlichen Raum noch mal sehr viel schlechter, gerade was die Mobilität angeht. Aber wir müssen halt einfach auch immer im Auge behalten, dass in Berlin natürlich auch verhältnismäßig viele Menschen mit Behinderung leben. Und da möchte ich an der Stelle auch noch mal gerne ganz deutlich sagen, wenn wir oft von Menschen mit Behinderung reden, dann fällt uns immer automatisch der Mensch ein, der im Rollstuhl sitzt. Aber das sind ja so viele Menschen mehr, die eine Behinderung haben. Und deren Bedürfnisse dürfen wir halt auch nicht vergessen. Also ich muss mich immer an eine Situation erinnern, als ich mal mit einem Kumpel unterwegs war, der blind ist. Und ich mich geärgert habe über so eine Bordsteinkante, die so 2 Zentimeter war, wo ich dann mit dem Rollstuhl rübergefahren bin und es im Rücken mir wehgetan hat, habe ich gesagt, diese blöde Bordsteinkante. Und mein Kumpel hat dann gesagt, du, ich brauche die Bordsteinkante für meinen Blindenstock, also nichts gegen meine Bordsteinkante. Also da kommen ja einfach auch unterschiedliche Interessen zusammen. Und uns muss es halt wirklich gelingen, dass wir diese unterschiedlichen Interessen in das Bewusstsein der Entscheider bringen. Dass jede Entscheidung, die getroffen wird, wir schaffen neue Busse an. Sind die barrierefrei? Können die wirklich alle Menschen gut nutzen? Oder wenn wir bauen zum Beispiel. Natürlich ist es einfach so, wenn wir neu bauen, müssten wir eigentlich die Grundlagen dafür schaffen, dass diese Wohnung barrierefrei umgestaltet wird. Weil jeder Mensch hat ja auch nochmal einen anderen Bedarf. Zum Beispiel einer, der sagt, ich brauche eine ebenerdige Dusche und der andere, der sagt, also da müssen die Türen breiter sein oder so. Aber warum bauen wir nicht wirklich gleich so, dass sie möglichst barrierearm sind und sich dann derjenige, der einzieht, das auf seine Bedürfnisse noch zurechtschneiden kann. Jetzt wundere ich mich, ich sage jetzt mal Stichwort Herr Schäuble, der sitzt an der Macht, der sitzt selber im Rollstuhl, da würde man sich ja denken, da ist jetzt viel passiert, seit der im Rollstuhl dort sitzt, ist aber nicht, oder? Nee, kann auch nicht, weil Herr Schäuble hat auch 2 Seelen offensichtlich in einer Brust, in seiner Brust. Er ist behindert, er kriegt aber alle Barrieren aus dem Weg geräumt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist er der klassische Interessensvertreter des Kapitals, ne? Und darum geht es doch auch. Darum geht es in der ganzen Politik. Dass, also, und da würde ich sagen, da ist eben... Bewusstseinsbildung ist eine Sache, aber mir ist es eigentlich auch furchtbar wurscht, ob jemand mit oder ohne Bewusstsein barrierefrei handeln muss, ne? Also weil es einfach zwingend ist und nicht, dass Kapitalinteressen über die Menschenrechte gestellt werden. Beziehungsweise Leute, die eben auch finanziell nicht darauf angewiesen wird, sind, dass ihnen bestimmte Leistungen gezahlt werden. Also das ist ja zum Beispiel wahrscheinlich bei Herrn Schäuble, der muss sich jetzt keine Sorge machen, wie er seine Pflege zahlt und so weiter. Keine Ahnung, aber... Geht man nicht von aus, ne? Ja. Ja.
Vielleicht dazu noch mal ganz kurz. Sicherlich ist es einfach so, generell ist es wichtig, dass wir in vielen Gremien, die es einfach gibt, dass im Bundestag, im Landtag, in Bezirksverordnetenversammlungen, Stadtverordnetenversammlungen, aber auch in Behörden Leute sitzen, die im Thema drinne sind. Weil wirklich, denn dort sind ja die kleinen Stellschrauben, die einfach gedreht werden. Dort sind ja einfach die Leute, wo auch dafür sorgen können, dass halt Entscheidungen so fallen, wie sie fallen. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, wenn eine Vorlage erstmal in ein Parlament geht, dann sind im Prinzip die Messen meistens gesungen. Ja? Wenn man aber die Möglichkeit hat, dass die Menschen, die eine Vorlage für eine Entscheidung erarbeiten, dann sie so erarbeiten, dass zum Beispiel die Barrierefreiheit oder die Inklusion berücksichtigt sind, dann geht sie halt so ins Parlament und dann ist sie im Prinzip fast durch. Es gibt ja auch Forderungen, die schlichtweg abgelehnt werden. Wir haben zum Beispiel die Forderung, nichts über uns, ohne uns. Ne? Nichts ohne uns, über uns. Nicht ohne uns, über uns. Okay. Das heißt, dass wir gerne mitentscheiden, was in Sachen Behindertenpolitik gemacht wird. Es ist aber auch eine Forderung, also nicht alles können wir jetzt sachgerecht. Wir können sagen, also das, wie Nadine sagte, diese Bauvorschriften. Sie stolpert über die Bordsteinkante und der blinde Kollege, der sagt, ach, mir ist die ganz angenehm. Ne? Aber da brauchen wir auch, da gibt es eine Forderung, dass gerade beim Bauen, also wirklich Sachverständige für Barrierefreiheit hinzugezogen werden. Und das ist eine Forderung, die kategorisch abgelehnt wird. Ne? Also die. Warum? Ach, da sind dann wieder die Kostenvorbehalte. Jetzt will man da nicht noch einen Sachverständigen haben. Ne? Also das heißt, da entscheiden dann nicht Behinderte über das, was für Behinderte gebaut oder bereitgestellt wird? Ja, noch nicht mal. Also das sind noch nicht mal Fachkräfte, die jetzt meinetwegen von Architektur oder Ingenieurswesen Ahnung haben vom Bauen, die da halt entscheiden. Also das ist wohl in Häusern auch oft vorgekommen, da wurden dann die Duschen umgebaut, ne? Sollten barrierefrei die Badewannen raus, Duschen rein. Und ach, der baut's. Auf einmal haben die da richtige Duschtassen drin, aber eigentlich brauchten die Leute eine ebenerdige Dusche. Dazu will ich vielleicht nochmal eine lustige Geschichte erzählen. Also mir ging es mal so, ich musste mal eine Baustellungnahme schreiben für ein größeres Projekt. Und da saß der Architekt wirklich mit Schweiß auf der Stirn vor mir und sagt, ja, ich weiß, Sie zerreißen mir jetzt gleich meinen Entwurf und sagen, ja, und das geht so nicht und Sie schreiben keinen positiven Bescheid dazu. Aber wissen Sie, gucken Sie, die Räume sind halt so und ich kriege hier keine behindertengerechte Toilette hin. Der Raum gibt es einfach nicht her, dass ich noch eine Toilette baue. Da setze ich mich so zurück und sage so, naja, aber warum bauen Sie denn nicht die eine Toilette, für die Sie Platz und Raum haben, warum machen Sie die denn nicht barrierefrei? Und da saß der Kollege dann und man merkte so, wie der Groschen so pfennigweise fiel und der sagte, ja, da haben Sie eigentlich recht. Also diese Forderung, die wir ja auch sagen, bauen für alle. Also es ist niemand böse, wenn er keine Treppe steigen muss, sondern eine Absenkung hat. Und ich glaube, es ist auch niemand böse, wenn die Kassen ein bisschen breiter sind, damit man dort vernünftig auch mit dem Kinderwagen durchkommt. Oder wenn halt in öffentliche Verkehrsmittel keine Treppen sind, die hochgehen, sondern der Einstieg fahrbahngleich ist oder so. Also dieses Bauen für alle ist für wirklich alle auch von Vorteil. Sicherlich gibt es da auch wieder Nuancen, wo einer sagt, naja, aber ich hätte das gerne so oder ich hätte das gerne so, kann man über alles reden. Aber wir wollen diese Sonderwelten für Menschen mit Behinderungen einfach abschaffen. Im Prinzip braucht ja niemand Barrieren, ne? Ja, das kann man so sagen, ne? Klaus, wollen wir da eine kurze Musik machen? Seitdem es Rockradio gibt, könnt ihr endlich eure langweilige Musikschatulle auslassen. Euch gefällt das Programm?
Ihr möchtet bei Rockradio mitmachen oder uns ganz einfach unterstützen? Dann schaut auf die Homepage. Dort findet ihr den Antrag als Freund oder Mitglied des Vereins. Rockradio.de ist ein Verein und braucht eure Unterstützung. Also jetzt mitmachen. Excellent. So Leute, wir sind wieder da nach der kurzen Musikunterbrechung. Wir haben hier heute bei in Speiches Blueskneipe zwei Aktivistinnen aus der Landesarbeitsgemeinschaft Selbstbestimmte Behindertenpolitik. Wir hatten gerade schon über die Zumutungen unserer Politik gesprochen in Deutschland. Ich habe während der Musikpause gehört, in Spanien ist alles besser. Wenn man da in Urlaub fährt, da ist alles barrierefrei, also in Türkei auch. Das heißt, wir sind in Deutschland Entwicklungsland. Ich mache jetzt mal so einen krassen Übergang zum BGE. Wir sind ja eine BGE-Lobby-Sendung. Ich hatte euch ja schon angekündigt, Ulrike Haase, die hier neben mir sitzt, ist BGE-Gegnerin, sowas hatten wir in der Sendung noch nicht. Wir ziehen ja nur Befürworterinnen und Befürworter an. Ulrike, äußere dich doch mal bitte zum BGE, warum du dagegen bist. Das interessiert uns jetzt sehr. Ja, meine Hauptkritik ist erstmal, also dass ich sage, das BGE als solches ist sozialromantisch. Also ich finde, es ist eine ganz schöne Vorstellung, aber ich halte es nicht für, also so. Ich kann mir vorstellen, wenn dann der Sozialismus in den Kommunismus übergeht, kann man mal darüber reden. Aber ich sehe das im Moment überhaupt nicht, dass im Kapitalismus dieses BGE verwirklicht werden kann. Also das linke Konzept, ein BGE könnte schon à la Götz Werner heißt er, glaube ich. Aber das wollen wir ja nicht. Das wollt ihr nicht, aber ich sage halt einfach mal, das BGE, das linke Konzept, hebt ja den Zwang zur Arbeit auf. Ne? Ja. Und ich bin da, und da glaube ich, dass wir im Kapitalismus, der Kapitalismus kann gar nicht auf den Zwang zur Arbeit verzichten. Auch wenn es viel Arbeitslosigkeit gibt und die drangsaliert werden, ist es nicht im Sinne des Systems, Vollbeschäftigung herzustellen, weil dann sind die Löhne ewig zu hoch. Und Arbeitslosigkeit ist immer ein probates Mittel des im Kapitalismus, die Löhne zu senken, Druck auf die arbeitende Klasse auszuüben. Jetzt ist die Frage, würde es sich lohnen, denn für so ein BGE schon im Kapitalismus zu streiten? Und da habe ich echt die Bedenken, dass bei so Sachen, das sieht man ja auch bei Lohnkämpfen, also wie die Kräfteverhältnisse sind, also wie hoch die Lohnverhandlungen dann ausfallen, das ist ja oft nicht gerade sehr, sehr... Es ist jämmerlich, sagen wir es mal so. Jämmerlich, ne? Und die Kräfteverhältnis beim BGE, da bin ich dann eher der Meinung, dass wir Tür und Tor öffnen eben für solche Konzepte, wie sie vom DM Chef oder Inhaber vertreten werden. Ja, darf ich aber kurz einhaken. Das linke Konzept, jetzt mal als Beispiel, das verbietet ja eben dieses Konzept, dieses Götz-Werner-Konzept, weil es eben nicht, wie Götz Werner das ja gerne hätte, dass die Unternehmer keine Steuern mehr zahlen müssen. Da steht das linke Konzept, wir wollen das jetzt heute, da haben wir keine Zeit zu, man kann das im Netz nachlesen unter die Linke, bedingungsloses Grundeinkommen, kann man sich das Konzept anschauen, die meisten werden es auch schon kennen. Also da geht es natürlich darum, dass die Unternehmer nicht entlassen werden sollen und wenn dieses Konzept eingeführt würde, es ist natürlich rein hypothetisch, dann wäre eben auch nicht die Gefahr gegeben, dass Unternehmer entlastet werden. Das sehe ich schon. Ich habe mir das durchgelesen, diese ganze Besteuerungspolitik, die Besteuerungspolitik finde ich auch in Ordnung. Aber das ist eben die Frage des Kräfteverhältnisses und dass ich denke, dass wir da gar nicht, dass wir da erstmal gar nicht rankommen und unterwegs im Liberalismus. Wo jetzt rankommen? Dass wir überhaupt nicht erst innerhalb des Kapitalismus gar nicht die
die Frage stellen können, weil das ja letztendlich schon eine Machtfrage ist. Jetzt ist natürlich zu fragen, wäre es denn überhaupt erstrebenswert, also zu sagen, jeder soll ein Grundeinkommen von 1.010 Euro haben und die unter 16-Jährigen von 500. Und da sage ich, ich bin der Ansicht, dass man umverteilen muss, nicht nur Vermögen, sondern auch Arbeit, dass man alle beteiligen muss, denn was da ja verteilt wird, ins BGE übergeht, auch das, was man nachher an Steuern bei den Unternehmern einzieht, das hat ja die Mehrheit der Bevölkerung erarbeitet. Und ihr habt auch wunderbare Konzepte für eine Arbeitslosenversicherung, da bin ich auch ganz d'accord, da kann man ja auch mal eine Auszeit nehmen, aber prinzipiell ist meines Erachtens Arbeit zu fördern und dass gesellschaftliche Teilhabe eben über Arbeit läuft, dass der Reichtum über Arbeit läuft, dass auch von der Arbeit, also ich sag mal, Stichwort 4-in-1, von der Arbeit muss sowohl der Lebensunterhalt finanziert werden, es muss der Müßiggang finanziert werden, es muss die Reproduktion finanzierbar sein, es muss auch eine gewisse Beziehungspflege möglich sein. Ne? Das muss sich in der Verkürzung der Arbeitszeit, überlegt mal, wir haben eine Arbeitszeitordnung, die ist noch in der gleichen Weise gesetzlich in Stein gemeißelt, die 48 Stunden Normalarbeitszeit gesetzlich vorschreibt, dass die Tarifarbeitszeit drunter liegt, ist was anderes. Aber es wäre einfach möglich. Und ich bin auch gerade in Bezug auf behinderte Menschen der Meinung, dass man auch behinderte Menschen an Arbeit beteiligen soll und nicht den irgendwie Sozialleistungen nur zugestehen soll, beziehungsweise ein Grundeinkommen, was am Ende auch nicht mehr ist. Und vor allem auch, wenn man jetzt mal überlegt, die unsäglichen Bedingungen in Werkstätten der behinderten Menschen, die Leute gehen ja gerne zur Arbeit und nehmen es in Kauf, dass sie, weiß ich was, maximal 200 Euro daraus bekommen, weil sie das als obendrauf sehen. Es passieren keine Aufstände, sie lassen sich davon deckeln. Ne? Und also es würde mit dem Grundeinkommen auch keine größere Emanzipation da entstehen. Nadine, hast du da was zu entgegnen? Ja, jede Menge. Bitte. Ja, also ich bin ganz, ganz anderer Meinung. Also ich fange jetzt gar nicht mal an, hier irgendwelche wirtschaftlichen Sachen ranzuziehen für meine Begründung. Für mich zählt eine Sache. Und die ist ja auch in der Behindertenbewegung ganz oben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Punkt. Und das ist für mich auch schon die Begründung für das bedingungslose Grundeinkommen. Denn unter welchen Bedingungen beziehen denn heute Leute, die Transferleistungen beziehen, genau diese Transferleistungen? Sie müssen sich gängeln lassen, sie müssen sich schikanieren lassen, sie müssen Eingliederungsvereinbarungen unterschreiben. Ich kenne so viele Leute, die mit einem mulmigen Gefühl zum Jobcenter gehen, weil sie Angst haben, was drücken die mir jetzt wieder auf? Die Leute werden genötigt, in Maßnahmen zu gehen, die völlig sinnfrei sind, wo sie wirklich zum 75.000. Mal lernen, wie man eine Bewerbung schreibt, wo sie weitergebildet werden in Berufen, wo sie zum Teil schon einen Abschluss haben, gibt es dann so einen Auffrischungskurs. Das ist doch alles Humbug, was dort für Geld investiert wird. Es geht weiter. Wie viele Ehen zerbrechen, weil Geldnot da ist. Ja? Ich habe das in meinem eigenen Bekanntenkreis erlebt, als damals das Hartz IV eingeführt wurde. Da haben sich in meinem Bekanntenkreis ein Ehepaar getrennt, weil sie dann plötzlich mehr Geld hatten, weil sie überleben mussten. Die Frau hatte auch eine Behinderung. Das hing damit so ein bisschen zusammen. Also für mich ist ganz klar, Menschen müssen unter menschenwürdigen Bedingungen leben. Und dazu gehört,
dass sie vernünftig ausfinanziert sind. Und ich bin überhaupt nicht der Meinung, Ulrike, dass Menschen, wenn sie ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, plötzlich alle sagen, so, wir legen jetzt die Hände in den Schoß. Genau das Gegenteil wird passieren. Menschen werden sagen, jetzt brauche ich mir keine Gedanken mehr machen über mein finanzielles Auskommen. Nämlich jetzt kann ich zur Arbeit gehen und zwar in einem Job, der mich nicht krank macht. Und zwar in einem Job, wo ich nicht gemobbt werde. Und zwar in einem Job, der sinnfüllend ist für mich. Kann ich jetzt meine Arbeit machen? Ist der nächste Punkt. Leute müssen also nicht mehr irgendwas machen, was sie krank macht, wo sie Stress haben. Die nächste Sache ist, wenn Leute zum Beispiel auch sagen, ich nehme mir jetzt mal eine Auszeit, ich mache jetzt mal was Ehrenamtliches. Machen wir uns doch nichts vor. Der Staat kürzt doch immer mehr Initiativen, Vereinen, Verbänden das Geld. Es sind doch so viele Vereine, die wirklich am Stock laufen, weil sie finanziell nicht mehr untersetzt werden. Ja? Und Ehrenamt fängt immer mehr von diesen Leistungen auch auf, gerade in Verbänden und Vereinen. Wer soll denn die Arbeit leisten? Das dagegen können. Stelle ich die, den Tariflohn für die Verbände der freien Wohlfahrt oder für Vereine, die halt im Gemeinwesen arbeiten. Ulrike, das ist Utopie, muss ich wirklich so sagen. Guck mich nicht an, Ulrike, ich halte mich raus. Nee, weil es ist realistisch, dass Leute diese Aufgaben ehrenamtlich übernehmen. Dass sie in 2, 3 Vereinen sich ehrenamtlich aufreiben, um Sachen am Leben zu halten, die der Staat einfach immer weiter weg ist. Ja, bei der FIFA und beim DFB. Nee, das stimmt nicht. Also da widerspreche ich wirklich ganz eindeutig. Ich glaube nicht, dass die Leute bei der FIFA oder beim DFB ehrenamtlich arbeiten. Die schieben sich schon ordentlich Geld in die Tasche. Ja, ehrenamtlich. Ich rede jetzt wirklich von Behindertenverbänden. Ich rede jetzt wirklich von Seniorenvereinen, wo Leute sich verantwortlich fühlen, dass die Leute da eine sinnvolle Beschäftigung haben, sich treffen können, sich austauschen können oder. Und dann muss man einfach noch sagen, was ich jetzt noch sagen möchte, weil du sagst Tariflöhne. Wie viele Leute arbeiten denn tatsächlich für einen Apfel und ein Ei? Und wenn dann zum Beispiel, ich sage jetzt mal dieses Beispiel, wird ja immer wieder zitiert, ich nehme mir das jetzt auch mal raus, der Müllmann oder die Toilettenfrau, dann muss der Arbeitgeber nämlich solche unbeliebte Arbeit auch vernünftig bezahlen, weil nämlich dann jeder sagen kann, was willst du von mir, lieber Chef? Du möchtest, dass ich die Toiletten reinige? Ich habe mein bedingungsloses Grundeinkommen. Willst du, dass ich die Arbeit mache? Dann bezahl sie auch vernünftig. Okay, das ist aber, du sagst, das wäre unrealistisch, dass man Tariflöhne bekommen kann, aber glaubst, dass es ein existenzsicherndes Grundeinkommen, BGE gibt, ohne Zwang zur Arbeit. Und da sage ich, das ist unrealistisch im Kapitalismus. Es geht um den Kampf, um die Ressourcen, um den Kampf um Einkommen. Und da sage ich einfach, wenn viele Menschen, sagen wir mal die Berufsgruppen, die jetzt erst angefangen haben, um ihre Rechte zu streiten, um Arbeitszeiten, um Personal, um höhere Löhne, gerade Pflege, Kindererziehung, und. Das ist ja jahrelang, also da gibt es ja auch keinen Engpass, sagen wir mal so, dass niemand die Arbeit machen will oder die Ausbildung machen will. Ja, Moment, das mag jetzt in den letzten 2, 3 Jahren entstanden sein, aber es gibt Erzieherinnen noch und nöcher und es gibt auch Krankenaltenpflege, war auch immer noch besetzt und wenn man halt gerade keinen Deutschen findet, dann beutet man halt Migrantinnen noch ein bisschen mehr aus. Ne? Und ich denke mal, dass das Grundeinkommen gar nicht, ich habe auch gar nicht behauptet, dass das dazu führt, dass die Leute ihre Hände in den Schoß legen. Aber es gibt gerade bei den Berufen, die hauptsächlich von Frauen gemacht werden,
nicht die Frage, was verdiene ich, was müsste ich bekommen, sondern es gibt die Frage, was brauche ich zum Leben? Und dann begnügen die sich mit einem 400-Euro-Job oder mit einer Sache, die beim Mindestlohn liegt, die man eigentlich aber tariflich absichern könnte oder sollte. Aber da argumentierst du ja jetzt sozusagen mit ihr, so verstehe genau. Ich das jetzt, das ist ja genau ein Argument fürs Grundeinkommen oder habe ich dich jetzt falsch verstanden? Und das geht einfach weiter, ich muss dir auch wirklich widersprechen, also ich kenne jetzt die Verhältnisse von Berlin noch nicht im Detail, weil ich noch nicht so lange in Berlin wohne, aber ich kenne wirklich im brandenburgischen Kommunen, die händeringend Erzieherinnen und Erzieher suchen, weil halt wieder mehr Kinder geboren werden, gegen jeglichen Trend, der ja mal aufgestellt wurde. Und ich kann dir auch sagen, dass Pflegedienste händeringend qualifiziertes Personal suchen, weil halt der demografische Wandel immer mehr Menschen älter werden, mit Einschränkungen, also Pflege irgendwann brauchen und sich dann nicht genug Leute finden, die diese Arbeit leisten können. Und sind wir mal ganz ehrlich, und da gibt es ja unzählige Studien von, da erzähle ich dir auch nichts Neues, Menschen, die mit einer Ausbildung anfangen, völlig motiviert als Altenpflegerin und gehen in ein Heim und stoßen auf dieses völlig unterfinanzierte System, nämlich satt und sauber, mehr haben die Leute im Pflegeheim oftmals leider nicht zu erwarten, dann stoßen die mit ihrer Motivation auf dieses System. Die gehen vielleicht 5, 6, 7, 8, 10, vielleicht 15 Jahre arbeiten. Dann sind sie A, fertig auf dem Rücken und B, sind sie ausgebrannt, weil sie nicht klarkommen mit der Lebenswirklichkeit. Und wenn nämlich bedingungsloses Grundeinkommen gezahlt wird, dann kann man nämlich auch hingehen zum Arbeitgeber und kann sagen, gut, es gibt jetzt hier einen Mindestlohn für Pflegekräfte, aber sind wir doch mal ehrlich, es ist ein Mindestlohn. Es ist das, auf das man sich geeinigt hat mit irgendwelchen Leuten. Das ist längst nicht das, was die Leute verdienen für ihre Arbeit, es ist das, was die Leute bekommen für ihre Arbeit. Und bedingungsloses Grundeinkommen stärkt einfach Arbeitnehmerrechte, indem ich sagen kann, ich lasse mich eben nicht mehr ausbeuten, ich habe mein sicheres Auskommen und entweder du bist bereit, weil dann kehrt sich nämlich Angebot und Nachfrage um. Ja, jetzt ist es so, es gibt genug Arbeitnehmer, die schlecht bezahlte Arbeit machen wollen. Dann ist es aber so, es gibt genug Arbeit und wenn Leute wollen, dass ich die Arbeit mache, müssen sie sie vernünftig bezahlen. Ja, das ist, glaube ich, der Trugschluss. Das ist diese neoklassische Folge von Emanzipationserwartung, die ich so nicht hegen kann. Und also ich weiß nicht, warum man nicht Arbeit, warum man nicht Finanzierung von Arbeit fordert. Also und dafür halt natürlich das Steuern einnimmt und das aus den Profiten wieder rausholt, beziehungsweise die Profite erst gar nicht so weit hochkommen lässt. Ne? Ich will da jetzt mal was in die Diskussion einwerfen, ohne euch abzuwürgen, aber ihr wisst ja wahrscheinlich, also ihr kennt ja den Begriff Industrie 4.0, das ist jetzt herstellende Industrie, aber ihr wisst ja wahrscheinlich, dass in Japan zum Beispiel schon Versuche laufen mit Pflegerobotern in Altenheimen oder in Heimen für behinderte Menschen. Das heißt, wenn das ausgereift ist, dann kann man ja davon ausgehen, dass das natürlich auch nach Europa schwappt, weil die Arbeitgeber, die werden sich die Hände reiben, die werden da sagen, ja, da schaffe ich mir doch für ein paar tausend Euro so einen Blechkamerad an und da habe ich dann Geld gespart ab sofort, der macht dann die Arbeit. Also das hört sich jetzt so utopisch an, aber es ist definitiv in Japan, die ja sehr roboterfreundlich sind, ist es bei den alten Leuten, denen gefällt das auch, ist es in der Rede. Ich denke mir, dann brauchen wir bedingungsloses Grundeinkommen, wenn so und so viele Jobs einfach nicht mehr da sind oder durch Maschinen und Roboter, was ja heutzutage schon der Fall ist, im Gegensatz von vor 200 Jahren, aber wenn wir eben jetzt auch noch diesen Bereich Pflege, wo man früher immer gesagt hat, nein, das müssen Menschen machen, wenn sich rausstellt, dass auch das mit Robotern besetzt werden kann, ja, da muss ich mich jetzt mal, obwohl ich neutral bleiben will, auf Nadines Seite stellen, ja, was dann? Was sollen denn die Leute alle machen? Ich gehe ja davon aus, Produktivkraft steigt, auch durch Technisierung, ne? Ich kann dir jetzt auf die 4.0-Frage so konkret keine Antwort geben. Ich bin keine Industriespezialistin, aber die Produktivkraft steigt, dann muss natürlich auch
der Lohn steigen und es muss die Arbeitszeit sich verkürzen. Nee, aber ich spreche jetzt wirklich von der Arbeit, die irgendwann nicht mehr da ist, die wegfällt, weil sie von Computern von Robotern erledigt werden kann. Denn gibt es neue Felder, dann gibt es neue Betätigungsfelder. Also das ist wirklich so, ich meine, das zeigt ja auch die Vergangenheit, dass immer mehr arbeiten. Zum Beispiel nehmen wir mal ein klassisches Beispiel. Früher hat man ein Auto von Hand zusammengeschraubt, von der ersten Schraube bis zur letzten Mutter. Mussten das Menschen machen, die das zusammengebaut haben. Heute, wenn man mal in so ein Werk reinguckt, da sieht man doch, dass die Menschen im Prinzip bloß noch den Robotern assistieren. Dass im Prinzip die meiste Arbeit wirklich von Automaten erledigt werden. Und welche neuen Felder sollen sich denn dort auftun? Sage ich jetzt mal. Sicherlich braucht man denn ein paar mehr Leute, die spezialisiert sind, solche Automaten zu warten. Aber das wiegt doch nicht die Menschen auf, die ihren Job durch die Automatisierung verlieren. Und ich muss noch mal darauf zurückkommen. Also für mich ist einfach eine Sache ganz klar. Wir müssen auch in erster Linie an die Menschen denken, die halt keine Arbeit haben, die aus verschiedenen Gründen auch nicht mehr an Arbeit kommen, weil machen wir uns nichts vor. Ich werde dieses Jahr 40, 5 Jahre weiter, dann will mich keiner mehr, weil ich zu alt bin. Ja, dann sagen die ja mit 45 und dann noch eine Behinderung. Nö, also das ist mir halt ein bisschen heikel und so. Und so gibt es ja auch ganz viele andere Sachen, wo man einfach sagen muss, es werden immer mehr Leute ohne Geld dastehen. Und ich muss jetzt einfach nochmal so ein bisschen den Bogen zurückspannen, Ulrike. Wir sind für Einkommens- und Vermögensunabhängiges Bundesteilhabegesetz. Im Prinzip ist das bedingungslose Grundeinkommen für mich ein erster Schritt in diese Richtung. Mir steht Geld zu. Ohne dass ich halt, so wie es heute leider Gottes ist, seien wir doch mal ehrlich, auch jemand, der eine Krankheit hat, die nicht mehr weggeht, der muss alle paar Monate muss der seine Kontoauszüge einreichen, der muss sich finanziell sowas von nackig machen, der muss sich, was seine Gesundheit angeht, von Gutachter zu Gutachter gehen. Es könnte ja sein, dass er eventuell ein Querschnittsgelähmter wieder anfängt zu laufen oder Blinde wieder anfangen zu sehen. Ich meine, ich glaube jetzt an Jesus Christus, vielleicht passiert das auch, aber es ist mir jetzt noch nicht passiert und dafür muss man einfach sagen, das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ich will nicht als Allheilmittel hinstellen für Einkommens- und vermögensunabhängige Teilhabe, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die Leute raus aus den Repressionen. Ich würde da gerne mal eingreifen. Einmal hast du gesagt, du bist jetzt 40, in 5 Jahren bist du zu alt, da will dich keiner mehr. Und da ist genau schon mal ein Punkt, ne? Du stützt damit doch das System, was sagt, also ich source die Leute aus, wenn sie über 40 sind, dann sind sie anfälliger, und außerdem behindert ist sie auch noch. Also dann damit, das ist für mich so eine resignative Haltung. Und das Zweite ist, Moment, was war? Du hast jetzt ein paar Punkte in, ja genau, also das... dieses Teilhabegesetz, vermögens- und einkommensunabhängig, das ist für meine Begriffe nicht die Voraussetzung, oder dafür brauche ich kein bedingungsloses Grundeinkommen als Voraussetzung. Da sehe ich erstmal auch noch gar nicht die Berechnung in dem linken Modell, weil das fällt auch so ein bisschen rüber, ne? Also aus welcher Steuereinnahme das bezahlt werden soll. Und jetzt zu dem Ding, dass sich die Leute nackig machen müssen. Nackig machen musst du dich trotzdem, auch beim bedingungslosen Grundeinkommen. Warum? Du brauchst zwar nicht alle 3 Monate oder wie es gerade verlangt wird, wahrscheinlich dem Jobcenter oder dem Sozialamt irgendeinen Schein zu zeigen. Aber du musst ja, jeder wird also dann auch eine Einkommensteuererklärung machen müssen, weil das bedingungslose Grundeinkommen hat ja eine gewisse Obergrenze, ne? Du hast einen Freibetrag im Jahr von, es wird so als Beispiel 12.000 Euro gesagt, und was du denn, also dann musst du ja nachweisen, ob du nicht doch noch einen Euro mehr verdienst. Also das bleibt ja muss bestehen. Muss man aber heute genau. Als jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin muss heute dem Finanzamt Rede und Antwort stehen, was man im Laufe eines Jahres verdient hat. Also das ist... Ja, nee, ich meine nur, da ändert das BGE ja nichts dran. Das es ist... Nee. Also erstmal möchte ich dem widersprechen, dass ich mich dem System ergebe und sage, ich selber sage, mit 5 Jahren
45 bin, will mich keiner mehr. Ich mache jetzt noch eine Weiterbildung als Küsterin. Also wenn ich mich dem System ergeben würde, würde ich mir zu Hause sitzen und sagen, naja, mich will ja eh keiner. Nee, ich bilde mich ja aktiv weiter, um auch quasi auch Arbeit zu finden. Aber wir müssen uns doch den Gegebenheiten anpassen. Und da ist also, die müssen wir doch wahrnehmen, nicht anpassen. Aber wir müssen sie doch zur Kenntnis nehmen, dass halt ältere Arbeitnehmer weniger geschätzt werden als Junge, die nicht so oft krank sind und die nicht öfter mal ausfallen, weil sie ein Zipperlein da oder dort haben. Da und macht das andere. Einen flexiblen Ausstieg. Ja, naja, also das ist ja auch nicht mehr so, wie das früher gewesen ist, dass man einfach so Altersteilzeit und so, das sind ja auch alles Modelle, die weiter auslaufen. Aber was ich einfach nochmal sagen möchte, Ulrike, ist wirklich die Sache, mir geht es darum, du sagst, die Leute müssen Einkommensteuererklärung machen, Juliane sagte ja schon, das müssen sie ja jetzt auch. Aber jetzt ist es halt so, ich habe es wirklich erlebt, Ich habe zu Hause eine Haushaltskasse. Ich hole jede Woche 50 Euro ab und lebe davon. Und was am Ende übrig ist, und manchmal ist es Klimpergeld, das lege ich in eine Büchse. Und da habe ich Kraft meiner Wassersuppe gedacht, oh, die Büchse ist ja schön voll und ja schön schwer, die zahlst du mal auf dein Konto ein, weil wer will's mit dem ganzen Klimpergeld? Als ich das nächste Mal einen Folgeantrag gestellt habe auf Arbeitslosengeld 2, kriegte ich allen Ernstes ein Schreiben, dass ich bitte nachweisen soll, wo die 23,17 Euro herkommen, die ich mit meinem Namen auf mein Konto eingezahlt habe. Und diese Repression meine ich halt. Ich meine halt wirklich, dass wenn Kinder von der Oma 50 Euro überwiesen kriegen, weil sie denken, im Briefumschlag kann ich die nicht drin machen, dass ich als Mutter hingehen muss und nachweisen muss, das sind 50 Euro, die mein Kind zum Geburtstag für die Oma bekommen hat. Oder dass ich hingehen muss und sagen muss, mein Kind fährt jetzt zur Klassenfahrt, ich möchte bitte gerne dafür Geld beantragen. Oder mein Kind will in der Schulspeisung essen gehen und ich brauche jetzt hier einen Nachweis für. Ich spreche doch gar nicht für die repressive Gestaltung, also dass man die Sozialleistungen, dass man da um Heller und Pfennig nachweisen muss. Aber so ist das System. So ist das System, aber das ist doch erst seit Hartz IV so. Aber und da kannst du doch nicht irgendwie einfach sagen, also das geht nur mit bedingungslosem Grundeinkommen. Da muss ich aber jetzt mal eingreifen. Wir hatten ja vor Hartz IV auch nicht so paradiesische Zustände. Also wir hatten da die sogenannte Sozialhilfe. Und soviel ich weiß, also ich bin glücklicherweise nie in den Genuss gekommen, aber soviel ich weiß, musstest du dich bei Sozialhilfe auch, wie ihr so schön sagt, nackig machen und nachweisen, dass du keine Gelder irgendwo auf Bankkonten hast. Also es heißt, Hartz IV ist schlimm, ist ganz klar, aber vorher war es nicht paradiesisch. Paradiesisch war es nicht, aber du kannst es doch auch repressionsfrei gestalten, ohne dass du ein bedingungsloses Grundeinkommen einführst. Aber das will das System doch gar nicht, das ist doch vorgesehen. Das System will das auch kein Grundeinkommen, kein linkes. Ja, natürlich, aber wenn wir uns hinstellen und sagen, wir fordern nur Dinge, wo wir genau wissen, die setzen wir auch um, dann brauchen wir auch nicht fordern, dass keine Waffen existieren. Exporte mehr in Länder gehen, die Krieg machen, dann brauchen wir doch auch nicht fordern, keine Beschneidungen von Frauen mehr vorgenommen werden oder dass ganz viele andere schlimme Sachen, die einfach Realität sind, die einfach jeden Tag auf dieser Welt passieren. Wenn wir das nur sagen dürfen, gerade als Opposition meinetwegen, wenn das wirklich umgesetzt wird, dann müsste die Opposition sich den Mund verbinden und gar nichts sagen. Also kann man doch sagen, es gibt einen Gegenentwurf zu diesem repressiven System, Hartz IV, was auch noch so schön fördern und fordern heißt, ja. Und dieser Gegenentwurf dafür wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen, in dem Leistungen halt gewährt werden, ohne diese Repression. Ja, nochmal dann zurück auf dieses 4.0, was ihr da beschreibt. Es werden ja immer mehr Menschen freigesetzt, die dann praktisch in so einem System sind, wo sie Transferleistungen beziehen müssen. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann irgendein Herr Werner da Recht bekommt und dass sich so ein Konzept umsetzt, also dass es also ein bedingungsloses Grundeinkommen geben wird. Und dann sitzt man aber wirklich da und hat gar keinen Anspruch mehr drauf, weil sich das nicht aus den Steuergeldern speist, aus den Unternehmenssteuern. Das verstehe ich jetzt nicht. Kannst du uns das nochmal erklären? Das habe ich jetzt, oder haben wir Moment, vielleicht alle Moment. Nicht verstanden? Ich bin da jetzt dabei, nochmal euer bedingungsloses Grundeinkommen, was ihr fordert, was ihr so schön redet, und dann nochmal auf den Rekurs zu machen, dass es das von mir aus geben wird, dass der Staat sagt, okay, jetzt kriegen alle so eine Grundkindergeld, ne, lebenslang,
Und aber dafür werden dann bestimmte andere Sachen gestrichen. Das ist nämlich eben, weil es sich nicht über dieses Steuerkonzept finanziert, sondern weil dann die Fördermittel, die zum Beispiel Weiterbildung oder Weiterbildung, Ausbildung und, weil das dann wirklich wieder an dem realen Einkommen, was die Leute haben, gemessen wird und dass da wirklich ein gesellschaftliches Elend entsteht, weil also das bedingungslose Grundeinkommen, die 1000 Euro sind ja, oder lass es auch 1100 sein, die sind ja auch nicht so rosig, dass man davon leben möchte, ne? Also es ist ja so, dass, wenn ich nochmal das linke Modell ranziehen darf, da ist es ja so, dass man eben auch nebenher verdienen darf und dass man dann eben je nachdem steuerlich eingestuft wird. Also das heißt, jemand, der, sagen wir mal 1000, also okay, also das heißt, du bist jetzt nicht dazu verdammt, es ist jetzt nicht die ganze Welt dazu verdammt, mit 1000 Euro auszukommen. Also du kannst schon sagen, ich suche mir einen Job und ich will aber richtig viel Geld haben, da musst du auch entsprechend Steuern zahlen. Du kannst aber auch natürlich nebenher Geld verdienen, also du bist nicht zur Verelendung gezwungen. Ja, aber ihr sagt doch, es gibt gar keine Jobs mehr, es gibt keine Arbeit mehr. Nee, das hat niemand gesagt, also Juliane. Da läuft es drauf hinaus, was du so an die Wand malst. Juliane hat gesagt, dass es einfach Bereiche geben könnte in Zukunft, wie zum Beispiel die Pflege, wo Pflegeroboter einfach die Arbeit übernehmen. Das war ja der Ansatz, den Juliane gesagt hatte. Und da gibt es unter anderem vielleicht noch Potenzial in anderen Bereichen. Aber ich möchte nochmal... Wobei ich da kurz eingrätschen darf, also da gibt es dann vielleicht die Möglichkeit, dass Menschen gebraucht werden, die dann, wenn wir beim Beispiel Altersheim bleiben, ins Altenheim gehen und vorlesen oder so. Aber das wäre dann heutzutage zum Beispiel wieder ein Job, der sollte ehrenamtlich erfüllt werden. Die Leute sollen das zum Beispiel neben ihrem Hartz IV für 1 Euro machen. Und wenn wir Grundeinkommen hätten, dann könnte man sagen, die Leute sind zumindest vernünftig abgesichert. Dann können sie natürlich auch, dann werden die auch Lust haben, vielleicht der ein oder andere ins Altenheim zu gehen und etwas vorzulesen. Sie müssen es aber nicht unter Zwang für 1 Euro die Stunde machen, sondern sie können es aus freiwilligen Stücken machen. Und das ist ja eben dann der Vorteil. Also ich würde das nochmal. Das Bösartige ist aber, dass viele das für 1,50 Euro machen als Aufwandsentschädigung, weil sie die oben drauf haben. Ja, sicher. Und ich bin auch der Meinung, also ich habe das auch erlebt, dass, also weiß ich was, ein Begleitdienst, ne? Die Begleitdienste, die sind ja auch laufen auch auf dieser Basis. Und dass wirklich Leute davon ausgenommen werden, die zu anstrengend sind. Und dann wird einem erzählt, das habe ich erlebt, dann wird einem erzählt, nein, die Frau ist zu anstrengend, das können wir nicht machen, wir können das nicht übernehmen, weil unsere Leute nicht ausgebildet sind, wir haben nur 1,50 Kräfte. Da sage ich, meine Güte, dann habe ich die Behindertenbeauftragte angerufen von Stadtteil Neukölln und habe gesagt, warum werden die Leute denn nicht ausgebildet? Das ist so eine Sache, die gebraucht wird. Aber da redest du ja uns den Mund hier. Nein, also, die sollen ja ausgebildet werden und nicht für 1,50 arbeiten. Ja, das redet doch euch nicht den Mund damit. Wollen wir doch gar nicht, dass sie für 1,50 arbeiten. Ihr wollt doch, dass die ehrenamtlich arbeiten. Nein. Da ist ja ein Unterschied. Das ist ja ein Unterschied. Im Moment arbeiten sie ja für 1,50 unter Zwang, beziehungsweise sie freuen sich, dass sie zumindest diese läppischen 1,50 obendrauf haben, was ja auch ein Zwang ist, wenn man das Geld braucht. Aber wir wollen ja mit einem Grundeinkommen sagen, die Leute sollen abgesichert sein und dann haben sie eben die Möglichkeit, zum Beispiel für 1,50 noch zu arbeiten. Wie gesagt, dann können sie mit dem Arbeitgeber verhandeln. Wenn der Arbeitgeber sagt, ich möchte in meinem Altenheim, brauche ich Leute, die den Alten vorlesen, dann sage ich mit Grundeinkommen, ich müsste eigentlich nicht arbeiten, was bietest du mir denn dafür, dass ich komme? Und ich möchte mal den Faden ein bisschen weiterspinnen. Jetzt sind wir zwar schon 3 Gedanken weiter, wo ich das vorhin sagen wollte, und zwar, wenn man jetzt mal überlegt, ja,
das, was die Leute heute als Regelsatz bekommen, plus das, was die Leute als Kosten für Unterkunft bekommen, plus das, was die ganzen sinnfreien Maßnahmen kosten, wo die Leute hineingesteckt werden. Wenn man das nehmen würde, alles zusammen, und legt vielleicht noch, ich rechne jetzt mal hoch, vielleicht noch 200-300 Euro drauf und würde das eben nicht mehr Hartz IV nennen, sondern bedingungsloses Grundeinkommen, dann sind wir schon fast da, wo wir eigentlich hinwollen, weil von dem Geld, wenn es bedingungsloses Grundeinkommen ist und die Leute haben es sicher, entstehen diese ganzen Effekte, von denen wir gesprochen haben, dass sie sich halt auch noch sagen können, ich gehe jetzt auch noch arbeiten oder für das und das Geld, ich kann das selber verhandeln. Aber man darf auch nicht vergessen, die Leute haben dieses Geld, wenn sie noch oben drauf kriegen und besteuert werden, das Geld fließt ja auch wieder in die Kassen zurück. Ja? Wenn sie dann noch arbeiten gehen, für wie viel Geld auch jetzt immer, ich sag mal, da fallen jetzt noch Lohnsteuer ab und da fällt meinetwegen jetzt auch noch Sozialversicherung ab, das fällt auch wieder zurück in das System. Wenn die Leute Geld haben und wissen, ich habe dieses Geld auch noch nächsten Monat und übernächst und auch noch nächstes Jahr, dann sind sie auch bereit, mehr Geld auszugeben für Konsumgüter. Das heißt, die Wirtschaft wird angekurbelt. Das Geld geht auch zurück in Form von Mehrwertsteuer. Also das heißt, Geld von dem, wo wir jetzt ja einfach bloß nehmen und es den Leuten geben, mit einem schlechten Gefühl und sie noch drangsalieren, das Geld kriegen die Leute dann und ein Teil von dem Geld fließt einfach auch noch wieder in das System zurück. Also das bedingungslose Grundeinkommen ist ja bedingungslos. Darauf ist keine Steuer zu entrichten. Und es ist, ich weiß auch nicht, also auf den zusätzlichen Lohn, ja. Also das ist so, das ist schon mal klar, ne? Aber die Frage ist ja dann halt, wie rechnet sich das? Ist das... Also ich frage auch gar nicht, also ich habe die Konzepte da gelesen, die Einnahmekonzepte, die sind okay und ich glaube, ich verstehe die schon auch, weil ich habe Wirtschaft studiert, ne? Und ich argumentiere wirklich aus einer Arbeitnehmersicht. Also es wird den Leuten, ich sehe nicht, wo hier Arbeit gefördert wird oder wo hier in die Entwicklung von Berufsmöglichkeiten, von Arbeitsmöglichkeiten investiert wird. Ich denke mal, so das bedingungslose Grundeinkommen ist eine gute Sache für einzelne Gruppen, die irgendwie abgehängt sind, sagen wir mal Künstlerinnen und auch die sogenannte solidarische Ökonomie, die, aber da fände ich auch ein paar Sachen, da fände ich auch andere Stellschrauben besser, an denen man drehen könnte. Also es gibt die sogenannten brotlosen Künstlerinnen, die also wirklich, da müsste man einfach irgendwie eine berufliche Anerkennung bringen und auch eine Entlohnung einführen und nicht nur die hohe Kunst, die sich in Galerien verkauft oder weiß der Henker wo, ne, bezahlt, also hochbezahlt ist, sondern da müsste man wirklich auch eine Umverteilung stattfinden lassen. Was natürlich wieder kompliziert ist, weil dann haben wir eine staatliche Kontrolle, wer soll es bezahlen? Ich habe hier schon Zeichen bekommen, wir sollen mal kurz die Luft anhalten und zwischendurch eine Musik machen und das machen wir jetzt auch. Und Klaus, spielst du danach die Satire von Olaf, der heute nicht da ist, ein und dann treffen wir uns hier nochmal zur Schlussrunde in ungefähr 10 Minuten. Bleibt dran, Leute. Los um mich her, vorn, hinten, oben, unten, links und rechts, hin und her, ich stehe auf viel Verkehr. Das ist das heiße Eisen. Das ist das Epizentrum der Erschütterungen, die die Welt erzittern lassen. Das ist das Zentrum der Subversion. Die politische Satire. Ja, wir haben viel zu lange mit Kurt Tucholsky gefragt, was darf die Satire? Dabei ist die viel interessantere Frage heutzutage, was kann die Satire? Sie kann Staatskrisen auslösen. Hätten Sie das noch vor 8 Wochen gedacht, dass das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei von Jan Böhmermann abhängt? Oder anders, hätten Sie vor 8 Wochen gedacht, dass überhaupt etwas von Jan Böhmermann abhängt? Oder noch anders, haben Sie vor 8 Wochen Jan Böhmermann überhaupt gekannt? So schnell kann das gehen. Gestern noch versendet in der Nachtschiene, heute schon auf der Weltbühne.
Ich habe Nachrichtensendungen aus den USA und Australien gesehen, die sich mit dem Fall des deutschen Comedian Jan Böhmermann beschäftigt haben. Die Welt ist geschockt von der Nachricht, dass Deutschland überhaupt einen Comedian hat. Das ist für die Welt an sich schon eine ungeheure Meldung. Aber die noch viel größere Meldung, die diese Staatsaffäre ausgelöst hat, war ein epochales Ereignis, wirklich noch nie da gewesen. Die Bundeskanzlerin hat einen Fehler zugegeben. Sie hat gesagt, dass es ein Fehler war, öffentlich zu erklären, die Schmähkritik von Jan Böhmermann sei bewusst verletzend gewesen. Damit habe sie den Eindruck erweckt, dass ihre Meinung zu irgendetwas zählt. Finden Sie jetzt mal den Fehler. Meint Angela Merkel, dass es ein Fehler ist, dass ihre Meinung zu irgendetwas zählt? Gut, viele Menschen würden dem zustimmen, aber warum sollte sie selbst dieser Auffassung sein? Oder meint Angela Merkel, dass ihre Meinung zu irgendetwas tatsächlich nichts zählt und es deshalb ein Fehler wäre, dies anzunehmen? Dann hätte sie nichts von der Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin verstanden und wie weit die Regierung dabei gehen darf, das deutsche Interesse auszulegen. Da sie ansonsten immer nur vom deutschen Interesse redet, kann das wohl auch nicht die Antwort sein. Bleibt übrig, der Fehler war, den Eindruck zu erwecken, dass ihre Meinung zu irgendetwas zählt. Das heißt übersetzt, meine Meinung zählt etwas. Und das ist auch gut und richtig so. Aber das darf keiner merken. Diese Frau trägt das Kanzleramt wie einen Tarnumhang. Bundeskanzlerin, nicht B. Merkel. Ihre ganze Karriere, 10 Jahre im Kanzleramt, hat Angela Merkel darauf aufgebaut, den Eindruck zu erwecken, sie habe mit dem ganzen Murks nichts zu tun. Und dann hat sie einmal eine Entscheidung getroffen, die zweifelsfrei zu ihr zurückverfolgt werden konnte, die in Ungarn gestrandeten syrischen Kriegsflüchtlinge in Deutschland aufzunehmen. Und schon trauen ihr ganz viele Menschen alle Schlechtigkeiten dieser Welt zu. Denn was sie da getan hat, das war ja Gutmenschentum. Und es gibt nichts Schlechteres als Gutmenschentum. Gutmenschen, die wollen ja eine bessere Welt. Da fühlt man sich doch nicht wohl, wenn um einen herum alles gut ist. Um uns herum muss es schlecht sein, damit wir uns gut fühlen können. Ich frage mich ja immer, was zum Schimpfwort Gutmensch das positive Gegenstück ist. Bösmensch? Ich bin stolz, ein Bösmensch zu sein? Sich für eine bessere Welt einzusetzen, das gilt heutzutage als hoffnungslos naiv. Realistisch ist dagegen, dafür zu sorgen, dass sich das Schlechte auch in Zukunft frei entfalten kann. Deshalb ist die AfD für den Ausbau sowohl der Atomkraft als auch der Bundeswehr. Bevor wir unser Leben besser machen können, müssen wir das Leben der anderen beenden. Jetzt war ja gerade AfD-Parteitag in Stuttgart. Da haben die ihr Grundsatzprogramm beschlossen und das lässt sich im Wesentlichen so zusammenfassen. Es gibt nun mal Bevölkerungsanteile, die haben zu viel Macht in Deutschland. Frauen, Ausländer und Schwule. Und deshalb muss jetzt endlich Schluss gemacht werden mit Frauen, Ausländern und Schwulen. Oder, wie es Jörg Meuthen ausdrückt, mit dem links-rot-grün versifften Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, welche Partei er mit welcher Feindgruppe identifiziert, ob die Linke für die Ausländer steht und die SPD für die Frauen oder umgekehrt. Auf jeden Fall sind die Grünen für ihn schwul, da bin ich mir sicher. Überhaupt Schwule. Das ist ein ganz wichtiges Thema für die AfD. Sie lehnt nämlich die Frühsexualisierung der Kinder ab. Unter Frühsexualisierung versteht die AfD, dass es Sexualkundeunterricht an Schulen gibt und dort auch Homosexualität erklärt wird. Das, so hat die AfD messerscharf analysiert, macht unseren Nachwuchs schwul und hält die Geburtenrate der Deutschen bei 1,4 Kindern fest. In Saudi-Arabien hat eine wissenschaftliche Studie belegt, dass Männer dann schwul werden, wenn Frauen das Autofahren erlaubt wird. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich sehe hier gewisse Parallelen zwischen der AfD und dem Islam. Weiter sieht die AfD eine massive Subventionierung von Alleinerziehenden sowie Abtreibungen und die Auflösung von Paarbeziehungen als propagiertes Lebensmodell in Deutschland. Demgegenüber will die AfD Abtreibungen verbieten, Trennungen erschweren und das Strafmündigkeitsalter auf 12 Jahre absenken.
Und so wird ein Schuh daraus. Man darf die Kinder nicht aufklären, muss sie im Familienverband halten, sie für Abtreibungen ins Gefängnis sperren und das ab der Geschlechtsreife. Nur so kann die deutsche Geburtenrate wieder steigen. Josef Fritzl hätte seine helle Freude daran. Gegen Sexualkundeunterricht und Abtreibungen bei Muslimen allerdings hätte die AfD wahrscheinlich gar nichts einzuwenden, denn der Islam gehört ja nicht zu Deutschland und Religionsfreiheit gilt nur für Christen und das Judentum. Ich weiß ja nicht, wie Sie das sehen, aber ich kenne Muslime, die sind in unser Staatswesen integrierter als dieser völkische Haufen. Am Schluss, es ging ja bei uns recht lebhaft zu heute, weil wir endlich mal eine Grundeinkommensgegnerin hatten. Wir haben jetzt noch 5-6 Minuten und wir wollen jetzt von unseren Gästen, von unseren beiden, darf ich um Ruhe bitten? Wir sind wieder auf Sendung. Wir möchten jetzt zum Schluss von unseren Gästen nochmal von jeder ein Abschlussstatement haben. 2-3 Minuten. Ulrike, fang doch mal bitte an. Ja, also, ich halte mal fest an der Kritik an bedingungslosen Grundeinkommen, weil ich einerseits auch sehe, es vereinzelt. Also ich habe mein Grundeinkommen und ich kann zum Chef gehen und sagen, naja, also wenn ich die Arbeit machen soll, muss mir aber was bezahlt zu mir, ich will das und das haben. Und dann sagt der, komm, kriegst du das und der Nächste. Also finden keine kollektiven Arbeitsauseinandersetzungen um Ressourcen, um Zeit, um Einkommen statt. Das ist das eine. Und eine Sache seid ihr mir noch schuldig geblieben. Eine Frage. Warum ist es denn nicht erstrebenswert für eine generelle Arbeitszeitverkürzung zu streiten? Die muss ja gar nicht 20 Stunden sein, die kann ja auch kürzer sein, aber warum ist es nicht erstrebenswert, der Produktivkraftentwicklung angepasst, die Arbeitszeit gesellschaftlich zu verkürzen? Willst du da in deiner Redezeit drauf antworten? Ja, da antworte ich gerne drauf. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich andere Bemühungen untersagt habe oder meine Unterstützung versagt habe, die dafür sorgen, dass es Menschen besser geht. Für mich ist einfach auch nach dieser Diskussion ganz eindeutig klar, dass es darum gehen muss, dass dieser Paragraph im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, damit habe ich angefangen, damit möchte ich enden. Das muss einfach umgesetzt werden und alle Möglichkeiten, die sich dazu finden, das zu erreichen, sind für mich unterstützenswert, solange sie von Demokraten getragen werden. Und für mich ist aber auch genauso klar, dass das bedingungslose Grundeinkommen nämlich genau das ist, eine Möglichkeit, die Leute aus dem repressiven System herauszuholen und dafür zu sorgen, dass sie einfach vernünftig leben können, keine Sorge haben müssen, womit zahle ich meine Miete, womit zahle ich mein Essen, womit zahle ich mein Trinken, wie bringe ich meine Kinder durch. Und deswegen nach wie vor für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Gut, ich denke mir, die Diskussion wird uns noch eine Zeit lang begleiten. Das ist ja auch gut so. Wir sind jetzt schon wieder am Schluss unserer Sendung. Ich will euch noch kurz sagen, worum es in der nächsten Sendung geht. Die ist erst in 5 Wochen, weil wir diesmal 5 Sonntage im Mai haben. Also am 12. Juni, Juno, hören und sehen wir uns hier wieder. Und da haben wir einige Direktkandidatinnen und Kandidaten eingeladen. Bisher haben wir Grüne, Violette, Die Linke, CDU haben wir auch schon einen. Also es wird ein bunter Tisch und da wird es wahrscheinlich dann auch wieder kontrovers in Sachen Grundeinkommen. Ihr könnt wie üblich euch beteiligen oder auch nicht oder nur zuhören. Den Film von heute könnt ihr ab Dienstag im Kanal von Kiekema Film Berlin nochmal anschauen, könnten auch teilen. Und ich würde sagen, tschüss Leute. Tschüss.